Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Ja, weiter, weiter! Und. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Doch. Gerade jetzt? Gut, dann welche Quests hätte Rezept der Sekte? Aufnahme Sumpflage, Rufung des Entrauens, das Rezept. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dringend ins alte Lager muss. Nicht ins alte Sumpflager muss. Vorher will ich aber noch mal kurz zum Händler. Zum Marktplatz, ne? Also hier, da war dieser eine Superhändler, der so viel Geld hatte. Hilfe! Währenddessen werde ich von diesem Typen hier verfolgt. Das ist gut. Lass uns nicht für dich trotzdem ein Stück. Ich höre nicht mehr auf das Gewase. Gequatscht mit viel. Ja, das hat gar nichts gebracht, hier lang zu gehen gerade. Der Typ verdrückt sich! Ja, ich habe keine Lust, mich die ganze Zeit durchkämpfen zu lassen, weil das eh sinnlos ist. Stehst, was ich meine, ne? So, hier ist der Marktplatz schon. Meine Güte, wieso habe ich den Freund nicht entdeckt? Ich verstehe es gerade nicht. War doch klar, dass. Ne, Dexter ist der Drogenhändler. Wieso haben die eigentlich immer solche Namen? Du musst doch wohl was dran sein. Egal, das bringt mir nix. Fisk. Zeig mir deine Ware. Verschiedenes. Hier, Klingen brauche ich nicht. Ein Becher brauche ich nicht. Eine Karte zur alten Mine. Aber behalt's für dich. Man muss ja nicht gleich. Richtig. Eigentlich habe ich noch zwei Schwerter. Wahrscheinlich hast du recht. 182. Ja, gut. Ich hole mir. What? Okay, dann nehme ich mir nicht so viele. So, und damit kann ich es jetzt nämlich auf. Addieren. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Quatsch. So. Guter Deal. Habe ich schon mittlerweile ein bisschen mehr Geld. Können wir eigentlich mal speichern. Ich habe übrigens mittlerweile herausgefunden, ich hätte den nicht besiegen können, weil der Mann, Kirgo, eine zu starke Rüstung hat und man macht keinen Mindestschaden hier in diesem Spiel. Das heißt, ich kann noch so viel draufkloppen, ich hätte den halt keinen Schaden machen können, bis ich per Angriff irgendwie 45 Grundschaden habe. Weil das seine Rüstungsresistenz ist. So, und Schriften. Was bringen wir das? Ich bin da. Okay, das ist einfach. Das ist echt einfach. Sieht nämlich so aus wie hier. Da links durch den Wald. Dann durch. Fertig. Aber das ist ja eh, bei Gothic hast du ja immer das Gefühl, du bist in einer riesen Welt. Ja, in Wirklichkeit ist das Mini. Weil ich erinnere mich noch bei Gothic 3 zum Beispiel, da war ich in der Stadt der Artefakte, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie hieß. Selden oder Geldern oder irgendwie so. Und, hab die nächstgrößere Stadt gesucht, hab stundenlang gesucht, in Wirklichkeit war der direkt daneben. Scavenger. Baka! So. Hallo. Tachien. So. Und dich hier auch noch.
Gut. Oh, was haben wir denn hier? Achso, Höhlenpilze. Davon habe ich ja prinzipiell genügend. Hier noch so ein paar Maulwurfsratten. Na. So. Und dann nochmal gucken. Muss ich dann weiter da durch den Wald? Okay. Na. Eine Steinwurzel. Weil das erinnert mich gerade ein bisschen an, aus drei Fragezeichen hier, Sweet Revenge. Der Wald. Wo die da irgendwie so drüber geredet haben. Oh, der Wald ist aber super detailliert und die Geräusche, an die kann kein, Filmstudio der Welt ran. Naja. Der Wald ist ja auch schön, aber ein bisschen klein. So Blutfliegen. Na. Huch. Na. Na. So. Steuerung ist wunderschön. Dieser Bass, ne? Durch diese Fliegen. Ja, geil. Da oben kann ich sie nicht besiegen. So, da ist noch eine Maulwurfsratte. So. Hier sind noch zwei Scavenger und vorher ist noch eine Pflanze da. Einmal wegstecken. Hätte auch gereicht. Hey! Oh, der Snapper ist da. Also das ist ein bisschen sehr nervig, dass man den Gegnern keinen Schaden machen kann. Teilweise. So. Weil... So. Ich denke mir auch bei sowas so, ja, wenn die das können, dann kann ich das auch. Ganz im Ernst. So, wichtiger ist die Frage. Wo lang? Weiter in die Richtung. Okay. Das Ding ist halt, es ist total unnötig, wenn ich den nicht, also nicht töten kann, weil ich ihn keinen Schaden machen kann. Also das ist, wer, also ich weiß auch nicht, wessen Mutter da bei der Geburt was getrunken hat, dass die auf solche Ideen kam. Hallo. Frag nicht. Aber hier ist eine Waldbeere. Da oben geht's schon hoch. Meine Güte. Wo ist eigentlich Matten? Madde. Ist das? Das alte Lager? Ist das eine Leiter, bei der ich hoch kann? Ey! Sehr, sehr, sehr gut. Hier ist gar nichts.
Gut. Und was haben wir hier sonst noch so? Noch eine Leiter. Ich habe immer die Hoffnung, dass da drauf irgendwas ist. Irgendwas. Aber auch da ist nichts. So. Gut, was bringt diese Kurbel oder diese Winde? Na. Ist das? Oh, was haben wir denn hier? Aha. Das ist jetzt ein entspannendes Let's Play. Was wart ihr noch so? Hat jetzt gar nichts gebracht, oder? Was? Was? Warte mal, krieg ich da überhaupt was von? 258, so. Nenne ich jetzt. Ich drücke gerade keine Taste. Habe ich aber 258. Ist natürlich gut. So. Ich habe das Gefühl, ich habe einfach nicht die Fähigkeit. Kann das sein? Es ist quasi hell. Was ist das denn hier? Wieso sind denn hier plötzlich Menschen, aber direkt davor nicht? Drake. Nathan Drake. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Mhm. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Mhm. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Und? Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Okay. Wir sehen uns. Und ich würde sagen, wir machen hier schon frühzeitig ein Ende. Bis zur nächsten Folge.